Was für eine Traumhochzeit. Konstantin von Bayern und seine Dennis Kaya haben sich in der französischen Kirche in St. Moritz das Jawort gegeben. 6 Jahre ist es her, dass sich der jüngste Sohn von Prinz Poldi und die türkischstämmige Innenarchitektin in London kennengelernt haben. Jetzt gehen sie gemeinsam den Bund der Ehe ein. Und bei so einem wunderschönen Anlass dürfen Gäste natürlich nicht fehlen. Auch wenn das Wetter zu Beginn noch etwas trist ist, die Roben der illustren Gesellschaft strahlen in den schönsten Farben. So zum Beispiel bei Brautmutter Guelseren Kaya. Sie kam in einem roten, bodenlangen Kleid. Beim Schmuck durfte es dann etwas schlichter sein. Fürstin Alexandra und Fürst Hubertus Fugger Babenhausen besuchen die königliche Hochzeit im Partnerlook und setzen gezielt auf Akzente. Mit pinker Brille und passendem Schal ist das Paar perfekt aufeinander abgestimmt. Für Farbe hat sich auch Prinzessin Anna von Bayern entschieden und wählt dieses traumhafte Kleid in zartem Blau. Die farblich abgestimmten Accessoires runden das elegante Outfit ab. Ebenfalls für Blau entschieden hat sich Philippa von Bayern, die Schwester des Bräutigams. Sie überzeugt in einem türkisfarbenen Sommerkleid mit Blumenmuster. Ihre Mutter hingegen, Prinzessin Ursula von Bayern, hat ein zartes Spitzenkleid in Schwarz und Beige aus dem Schrank hervorgezaubert und sieht darin einfach umwerfend aus. Und auch Marlies Pfeifhofer, die beste Freundin von Modelkollegin Lena Gerke, gehört zu den geladenen Gästen. Ihr schwarzes Kleid mit Animal Print und Samtapplikation sticht sofort ins Auge. Der locker umgeworfene Schal hält nicht nur warm, sondern gibt dem dunklen Outfit das gewisse Etwas. Wo wir nur hinsehen, diese Hochzeitsgäste bekennen gerne Farbe. Doch schlussendlich übertrifft an diesem Tag nichts das Strahlen der Braut.